Sehr geehrte Damen und Herren, freue mich hier zu stehen und Ihnen über Frühsymptome bei Hirntumoren zu berichten. Frau Dr. Ratliff hat es ja schon berichtet, die meisten MRTs werden gemacht, wenn jemand kommt und Kopfschmerzen hat, weil uns das am meisten besorgt. Und die meisten Patientinnen und Patienten haben Angst vor einem Hirntumor, wenn sie Kopfschmerzen haben. Das Problem ist nur, isolierte Kopfschmerzen sind kein typisches Symptom von einem Hirntumor. Warum? Weil das Gehirn schlicht keine Schmerzfasern hat. Schmerzfasern haben die Hirnhäute. Und erst wenn ein ordentlicher Druck entsteht, dann macht uns das Kopfschmerzen. Aber die allermeisten Patientinnen und Patienten, bei denen wir aus sinnvoller Indikation ein Bild veranlassen, die haben keine Kopfschmerzen. Das ist auch schon aufgeführt worden von Frau Dr. Ratliff. Das heißt, wenn Patientinnen und Patienten zu uns kommen mit Kopfschmerzen, dann in mehr als 95% der Fälle ergeben diese MRT keine pathologischen Befunde. Ja? Wir haben manchmal die Situation, dass Zufallsbefunde unnötige weitere Diagnostik nach sich ziehen. Und insofern muss man sehr genau differenzieren, ob man dann tatsächlich in solchen Situationen ein Bild macht. Ein generelles MRT-Screening zur Früherkennung von Hirntumoren ist nicht sinnvoll, einfach weil Hirntumoren prinzipiell so wahnsinnig selten sind. Was sind denn typische Symptome von Hirntumoren? Epileptische Anfälle, sprechen wir gleich noch drüber, wie solche Anfälle aussehen können. Langsam zunehmende Lähmungserscheinungen oder Taubheitsgefühle, Verhaltensauffälligkeiten, Sprach-, Sprech- oder Sehstörungen, langsam zunehmender dauerhafter Schwindel und Koordinationsstörungen, sehr selten bei großen Tumoren, wenn eben die Hirnhäute mit betroffen sind, dann tatsächlich auch Kopfschmerzen oder Übelkeit. Sie merken, ich habe das sehr vorsichtig hier formuliert und habe vor allen Dingen immer mal wieder langsam mit aufgeführt. Warum? Weil wir natürlich als Neurologinnen und Neurologen und auch Neurochirurgen und Neurochirurgen wissen, dass solche Symptome akut auftreten können und dann tatsächlich ein Notfall vorliegt, zum Beispiel eine Blutung oder ein Schlaganfall. Und dann muss man natürlich sofort tätig werden. Aber alle diese Symptome treten in der unterschiedlichen Ausprägung auf, weil verschiedene Teile des Gehirns betroffen sind und die verschiedene Funktionen steuern. Und deswegen treten solche Symptome auch bei anderen Hirnerkrankungen auf, die wesentlich häufiger sind. Bei jungen Menschen zum Beispiel Multiple Sklerose oder andere entzündliche Hirnerkrankungen oder zum Beispiel neurodegenerative Erkrankungen. So, das ist mal so ein MRT von einem Patienten, das ich Ihnen mitgebracht habe mit diesem Tumor. Den sieht man hier links frontal. Der ist zum Beispiel symptomatisch geworden durch einen epileptischen Anfall. So. Epileptische Anfälle stellen wir uns meistens darunter vor, dass man zu Boden fällt, das Bewusstsein verliert, mit Armen und Beinen zuckt und dass der Schaum aus dem Mund kommt. Das ist etwas, was passieren kann. In den meisten Fällen, weil diese Tumore an einer bestimmten Stelle im Gehirn sitzen, sehen solche epileptischen Anfälle anders aus. Die können Gefühlsstörungen beinhalten, die können auch beinhalten, dass eben nur ein Arm oder ein Bein zuckt. Wir haben manchmal Anfälle, die visuelle oder akustische Fehlwahrnehmungen machen. Ich hatte mal einen Patienten, der hat epileptische Anfälle bekommen, die haben sich dadurch geäußert, dass er immer Reggae-Musik gehört hat. Das liegt daran, dass der Tumor, den er hatte, im Bereich des Hippocampus lag, das heißt in einer bestimmten Areal des Gehirns, was Erinnerungen speichert. Und epileptische Anfälle werden ausgelöst, wenn Nervenzellen synchron feuern. Und je nachdem, wie viele das sind und an welcher Stelle das sind, werden eben einfach solche Positivsymptome generiert. Wichtig auch für Sie, epileptische Anfälle sind in der Regel selbstlimitierend. Die hören in der überwiegenden Mehrzahl von alleine wieder auf, falls Sie das mal beobachten, entweder bei sich zu Hause oder auch draußen auf der Straße, dann ist es etwas, was in der Regel von alleine aufhört. Wenn der Verdacht auf einen Hirntumor besteht, und das ist, glaube ich, jetzt wichtig, und ich leite so ein bisschen darüber, was wir dann machen, dann sind Sie bei uns in der UMM ganz gut aufgehoben, denn wir sind ein zertifiziertes neuroonkologisches Zentrum, gerade wieder rezertifiziert von der Deutschen Krebsgesellschaft. Hier sind ein paar Kontaktdaten aufgeführt. Warum sind wir rezertifiziert? Weil wir wahnsinnig gut zusammenarbeiten. Ich habe hier die ganzen Disziplinen mal aufgeführt und das, was wir machen, das heißt das, was notwendig ist, damit man wirklich zertifiziert arbeitet zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten mit Hirntumoren. Übrigens auch mit den anderen Disziplinen, denn Hirntumoren können zum Beispiel auch Absiedlungen von anderen Krebserkrankungen sein. Und das ist auch Aufgabe der Neuroonkologinnen und Neuroonkologen, sich darum zu kümmern. Wir arbeiten sehr eng mit den internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wir versuchen, möglichst die Therapieempfehlungen zu harmonisieren. Das ist eine kürzlich erschienene Publikation, die ich Ihnen mitgebracht habe,
bei der wir uns mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus den USA zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie können wir uns einigen, dass wir die bestmögliche Empfehlung für Therapien unseren Patientinnen und Patienten mit Hirntumoren geben können. Das kann dann zum Beispiel aus so einfachen Therapieentscheidungsbäumen bestehen. Das heißt, wenn der Verdacht auf einen solchen Tumor besteht, was empfehlen wir dann? Wir empfehlen, dass der, wie von Dr. Radliff schon eben angesprochen, möglichst sicher und möglichst maximal reseziert wird. Dann hängt es davon ab, wie die neuropathologische Diagnose ist. Da arbeiten wir mit einer der besten Neuropathologen in Heidelberg zusammen. Und dann hängt es von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel Alter, bestimmte genetische Veränderungen in den Tumoren. Und am Ende kommen wir zu einer Empfehlung. Und diese Empfehlung ist harmonisiert, international und immer auf dem neuesten Stand. Wir haben das umgesetzt bei uns in sogenannte SOPs, das heißt Standard Operating Procedures, nach denen wir uns richten in unseren wöchentlichen Tumorboards. Da schauen wir, wie ist denn die Diagnose, wie sieht die Primärtherapie aus, wie sieht die Nachsorgetherapie aus, was passiert, wenn ein Rezidiv auftritt. Und was wir immer machen, ist in solche Algorithmen, die wir regelmäßig erneuern und aktualisieren, auch Studien mit einzuführen, die wir zum Teil selbst entwickeln oder die wir gemeinsam mit anderen Zentren durchführen. Das ist ein Beispiel für eine Studie. Das ist jetzt etwas, was ich so ein bisschen aus Eigeninteresse mitgebracht habe, weil das tatsächlich etwas ist, was wir selbst entwickelt haben. Das ist auch vor einigen Monaten ein bisschen durch die Presse gegangen. Eine Impfung, mit der wir versuchen wollen, bestimmte Arten von Hirntumoren zu behandeln. Wir machen das. Ich habe hier mal eine Landkarte von Deutschland mitgebracht mit ganz vielen verschiedenen Zentren. Und das sind Studien, die wir tatsächlich aus eigener Kraft heraus machen. Das heißt Studien, bei denen wir Fördermittel bekommen haben, hier zum Beispiel vom Deutschen Krebskonsortium oder von einem Sonderforschungsbereich, eine im Wesentlichen industriefreie Studie, die wir durchführen, um eben einfach Therapien weiterzuentwickeln und unseren Patientinnen und Patienten eine möglichst umfassende, moderne und in diesem Fall experimentelle Therapie anzubieten, die aber eine sehr gute Chance darauf hat, dass wir die Therapie insgesamt verbessern. Das ist das letzte Dia. Nochmals darauf hingewiesen, das ist das, was wir versuchen zu tun. Hier der Hinweis auf die Webseite. Wir haben die Möglichkeit, tatsächlich auch Zweitmeinungen zu beantworten. Das heißt, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, dann reagieren wir darauf und versuchen Sie in Bezug auf eine Hirntumorerkrankung so gut wie möglich zu beraten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.